stelle. Es ist einfach verrückt, was ich immer alles für schöne Sachen bekomme. Schwamdingen wohnen fast 50% Ausländer. Wie sehen Sie das? Gefahren, Chancen, vielleicht auch im Zusammenhang mit der Schule? Jetzt haben sie diesen Zahlen aber ziemlich einen Schub gegeben. Fast 50% ist sehr hoch. Es ist leicht überdurchschnittlich im städtischen Kontext. Aber wir haben, ich darf das sagen, in der ganzen Stadt ein Drittel Ausländeranteil. Das ist so, das wird sich auch nie mehr ändern. Da kann man sich darauf einstellen, wie man will. Eigentlich gibt es nur einen Weg. Die Schweiz ist heute nicht mehr in der Lage, sich selber zu reproduzieren. Die Schweiz stirbt aus, wenn wir keine Ausländer hätten. Das muss man mal sehen. Das Zweite ist, wir müssen und wir wollen die Leute integrieren. Und das ist für uns, wenn wir das positiv machen, ein riesen Vorteil. Die Schweiz lebt vom internationalen Handel. Jeder zweite Franken wird im Ausland verdient. Mit unserer Vielsprachigkeit und mit dem Potenzial, das die Leute bringen. Wenn wir es positiv nehmen können, haben wir ein irrsinniges Kapital. Ich will nicht sagen, nicht verschwiegen, es gibt auch Probleme. Das ist der Fall. Wir gehen die Probleme an. Auch die Schweizer haben manchmal Probleme und machen Probleme. Da sind die Ausländer gar nicht so unterschiedlich. Für Tele Schwamendingen das drittgrösste Lokalfernsehen in Zürich vom Stadtpräsidenten. Alles Gute.